Ich bin's mal wieder und ich habe jetzt gerade auf Instagram gefragt und auf Facebook und Twitter, was ihr sehen wollt, weil ich hatte so Bock, ein Video zu drehen und keine Ahnung was. Also habe ich gehofft, dass ihr mir Vorschläge macht und es ist einiges zusammengekommen. Also unter anderem Nagellacke und Pipapo, Winterfavoriten, Herbstfavoriten und so weiter. Und Herbst- und Winterfavoriten sind am öftesten vorgekommen, deshalb dachte ich mir, mache ich das jetzt mal. Und ja, legen wir jetzt einfach mal los. Was ich euch als erstes zeigen will, sind meine drei Top-Nagellacke für den Herbst und Winter. Und zwar sind das im Moment diese da. Die habe ich ganz viel getragen, also ihr habt es auch auf Instagram gesehen. Den habe ich ewig getragen, ich glaube auch im letzten Video und so. Also liebe ich, ganz heiß. Das ist der A-List von Essie und das ist einfach so ein ganz dunkles, schönes Rot und als Kontrast dazu mag ich sehr gern den Tarte Deco. Das ist sowohl Sommer- als auch Winterlack bei mir, also von dem kriege ich absolut niemals genug und ich mag das, dass der so knallt, weil das ist einfach cool, wenn ich einfach mal Abwechslung haben will zu diesen doch dunkleren Tönen hier. Und ja, das hier ist der Chinchilli, oder? Ah nein, Miss Fancy Pants ist das, okay, ja. Sieht genauso aus wie der Chinchilli, der hier ist nur aus einer LE, aus der letzten und Chinchilli ist im Standardsortiment, also es ist relativ eine gleiche Farbe, also so ein topiges Grau. Und ich plane auch mein erstes Nagellack-Tutorial, wo ich diese drei hier einsetzen werde. Also falls ihr interessiert seid an so einem Herbst-Winter-Nagellack-Tutorial, dann schreibt mir einfach einen Kommentar. Oder lasst es mich sonst irgendwie wissen und dann nehme ich das in Angriff, weil das reizt mich wirklich sehr. Nur meine Nägel sind gerade zu kurz, deshalb konnte ich das leider nicht machen. Joa, jetzt gehen wir gleich zum nächsten und zwar ist das Tee. Also Herbst und Winter ist für mich eigentlich eher nicht so die super tolle Jahreszeit. Aber ich versuche es mir halt mit so Kleinigkeiten einfach aufzuhübschen. Ich mag sehr gern so total ausgefallene Sorten, nicht jetzt unbedingt nur Pfefferminz oder Früchte oder so, sondern ich mag das auch mal gern, so neue Sachen zu probieren. Also wenn ihr da coole Sorten habt, dann bitte schreibt mir einen Kommentar, weil ich bin immer auf der Suche nach neuen, guten Sachen. Das ist so ein Kakao-Himbeer-Karamell-Tee und den habe ich vom Afrika-Fest, auch dieses Jahr war ich wieder dort. Und die Seite, wo ihr den bestellen könnt, falls ihr interessiert seid, ist madaspice.eu. Und ja, das ist einfach Tee aus Madagaskar. So sieht das Päckchen aus. Und den trinkt ihr mit warmer Milch, also da mischt ihr das Ganze unter. Und es schmeckt so göttlich, wirklich. Es ist grandios. Und dann habe ich noch eine zweite Sorte rausgekramt. Die ist nicht ganz so exotisch wie Himbeer, Kakao, Karamell. Und zwar ist das Kirsche-Banane. Und das ist von Earl of Camden. Ich weiß leider nicht, wo ich den gekauft habe. Ich glaube im Merkur. Ich muss noch mich zurechtfinden, ob ich ihn mag oder nicht mag, weil man schmeckt die Banane sehr stark raus. Und das ist man ja nicht unbedingt gewöhnt von einem Tee, dass man den irgendwie da eine Banane rausschmeckt. Aber ja, finde ich sehr interessant. Also könnt ihr euch auch mal anschauen, wenn ihr Tee-Fanatiker seid. Dann wollte ich euch noch zwei Ketten zeigen. Ich finde nämlich, dass im Herbst so schwerere Ketten auch ganz gut passen. Nicht nur im Sommer. Also im Sommer waren so Statement-Ketten total in. Und boah, ich bin schon ein bisschen ja, kränklich. Ich weiß nicht, ob ihr es an meinem Atem hört. Ich atme ganz schwer. Naja, however. Und zwar sind die mit Perlen. Also mit keinen echten Perlen, sondern das sind so Accessorize-Ketten von diesem Geschäft und ja, ich finde die ganz cool. Die haben eben diese weißen Perlchen und die erinnert mich sehr stark an so ein bisschen Chanel-artiges Zeugs, also mit diesen gewobenen Kettchen hier mit dem schwarzen Faden und ja, diesen weißen Perlen. Und dann habe ich noch eine, ich finde das passt einfach sehr gut, diese Perlen zu Weihnachten und so. Das ist eben so eine große Statement-Kette. Und das ist auch so ein bisschen à la Perlmutt-Look. Und die ist von H&M. Die ist derzeit aktuell. Also die kriegt ihr noch. Und wo wir gerade bei Schmuck sind, ich finde auch dieses Armband hier total schön. Das ist auch mit Perlen. Yay! Und da ist das andere, was ich euch noch zeigen wollte. Das sind so
Ohrstecker mit Perlmutt. Und beide Sachen sind von Accessorize. Und jetzt kommen wir schon zur Körperpflege und zu den ganzen schönen Schaumbädern, die ich erwähnt habe. Da habe ich zum Baden voll gern so richtig krasse Cremeduschen, wo man hinterher dann richtig so diesen Lotion-Effekt auf der Haut hat. Und das mag ich im Winter sehr gern, weil ich ziemlich dazu tendiere, trockene Haut zu haben. Und ja, da ist auf jeden Fall das da dabei. Das ist das Clean on Me von Soap & Glory. Hat den typischen Soap & Glory Geruch, den ihr vielleicht kennt, wenn ihr im Douglas schon mal dran geschnuppert habt. Einfach unschlagbar. Also echt, das macht richtig Lust auf lange Schaumbäder und so. Und das hier auch, das ist sowieso genialstens. Das mache ich aber nur selten, weil ich mich damit immer belohne nach irgendwie einem langen Tag oder so. Und zwar sind das so Lush-Badebomben. Und ja, die hebe ich immer ewig auf. Ich habe schon eine Riesensammlung. Dabei kaufe ich mir eigentlich nur ganz selten welche, weil das ja doch ein relativ stolzer Preis ist, für das, dass man es dann in Wasser auflöst. Ihr kennt es sicher, danach riecht man so extrem nach dieser Badebombe. Das ist auch extrem geil. Und da haben sie ja immer auch so Weihnachtseditionen mit so kleinen Weihnachtsmännern und sowas. Und die riechen dann besonders weihnachtlich. Und ja, das finde ich einfach sehr cool. Und mir helfen diese Lush-Bäder sehr gut, um der kalten Jahreszeit dann doch noch was Positives abzugewinnen. Weil im Sommer mache ich eben gar keine Wannenbäder so wirklich. Und deshalb ist das ganz schön am Winter eigentlich. Weiter geht's mit dem Make-up, was ich im Winter sehr gern habe. Ich mag, und das liegt jetzt nicht nur am Herbst oder Winter, sondern generell, derzeit mag ich sehr gern diese Essence Gel Eyeliner. Also in allen möglichen Farben, die gibt es ja auch in Braun und Lila und so. Und die liebe ich wahnsinnig, weil meiner ist jetzt länger da herumgestanden nur und ich habe ihn nicht angerührt, weil ich die Konsistenz zu weich fand. Und letztens habe ich mich wieder mal dran getraut und siehe da, das Teil ist eingetrocknet. Und normalerweise kriege ich die Krise, wenn mir sowas eintrocknet, aber da war es echt cool, weil er hat jetzt die perfekte Konsistenz, also ich kann ihn wirklich super auftragen. Er ist von der Konsistenz her genau wie der MAC Eyeliner, beziehungsweise sogar noch eher in Richtung Bobbi Brown. Und ja, das finde ich sehr cool. Also er ist richtig, richtig hart geworden und lässt sich jetzt super kontrollieren und so mit einem Pinsel. Also wenn ihr euch was sparen wollt, dann lasst einen Essence Gel Eyeliner ein halbes Jahr noch rumstehen. Er wird härter und hat die perfekte Konsistenz. Auch ziemlich lustig irgendwie. Ja, den trage ich sehr gern. Den habe ich auch jetzt drauf. Also nur wirklich ganz dünn, nur bei den Wimpern, so dass man ihn gar nicht wirklich sieht, den Eyeliner-Strich, das mag ich sehr gern. Also dass es echt nur so aussieht, als wären die Wimpern getuscht und that's it. Weiter geht's mit einer kleinen Eyeshadow-Palette, die ich zusammengestellt habe für euch, beziehungsweise für mich jetzt für den Winter. Und zwar sind das auch so matte Farben. Das einzig glänzende ist dieses, also schimmernde ist dieses silberne hier. Und das ist einmal Silver Ring, dann Carbon, Mystery, so ein dunkles Braun, und der Mylar heißt der, glaube ich, oder? Ja, von MAC, und die vier trage ich sehr gern. Also dadurch, dass sie matt sind, bis auf den hier, mit dem kann man dann gute Akzente setzen, mag ich die wirklich gern. Vor allem, weil man mit dem Braun wirklich schön schattieren kann, also das trage ich dann nicht so fett auf, dass man wirklich bewusst sieht auf den ersten Blick, dass es brauner Lidschatten ist, sondern mit dem mache ich halt so ein paar Schatten. Und dann setze ich auch sehr auf wirklich definierte Augenbrauen, sofern das bei mir möglich ist. Ich habe jetzt nicht die schönsten Augenbrauen, wenn ich mir so manche andere YouTuber anschaue oder andere Mädels, aber ich versuche es zumindest. Und da habe ich in letzter Zeit immer mehr Gefallen an dieser Sleek Make-up Brow Kits Palette hier gewonnen. Und ja, wie sieht die aus? Schauen wir mal rein. Ich nehme die Pinsel noch raus, dass die nicht überall hinfallen. Und ja, das hier ist sie. Da hat man einmal so ein helleres Puder und ein dunkleres, ja, Creme-Teil, Lidschatten, ja. Und er ist auch ziemlich fest. Und damit lässt sich das Ganze ganz gut machen. Also damit hantiere ich in letzter Zeit herum und probiere so ein bisschen, was geht. Also sie ist noch relativ neu und jetzt schaue ich mal, ob ich mich damit anfreunden kann auf Dauer.
Als nächstes habe ich hier zwei Rouges liegen. Und zwar habe ich mir da auch zwei Matte rausgesucht. Das ist einmal, das habe ich euch auch schon öfter gezeigt früher, also es ist schon länger her. Einmal das Oh So Fair von MAC. Das ist einfach so ein helles Rosa und eben matt, wie gesagt. Und dann noch das Mocha. Das ist einfach dunkler, also ich zeige es euch mal nebeneinander. Jetzt kommen wir zu den Lippenprodukten und das Wichtigste überhaupt finde ich eigentlich, also das kommt vor allem anderen, was ich mir ins Gesicht schmiere, das ist so ein Lippenpflegestift. Also ich werde öfter gefragt, welchen ich nehme. Ich nehme diesen Burt's Bees und den kriegt ihr im Müller und so unter anderem. Den mag ich einfach sehr gern, das ist so ein Honig-Lippenbalsam. Und was Lippenstifte angeht, dadurch, dass ich in letzter Zeit sehr gern diese Gel-Eyeliner hier verwende, betone ich die Lippen mehr. Und da habe ich mir diese paar hier rausgeholt. Das sind die, die ich in letzter Zeit wirklich täglich verwende. Also allen voran dieser Lippenstift hier, das ist Twig von MAC. Und dann habe ich hier noch einen von Bourjois. Und zwar ist da so ein ganz, ganz, ganz dunkles Rot. Also wirklich sehr geil. Hier hinten seht ihr auch nochmal die Farbe so ein bisschen. Und der heißt Fuchsia Ardent. Joa, den mag ich auch sehr gern. Vor allem, weil er jetzt Weinrot voll meine Farbe geworden ist. Also ich trage fast jeden Tag Weinrot. Was ich auch noch sehr gern habe, und das ist etwas experimentell, ist dieser Shine Caress, heißt das, glaube ich, gell? Ja, Caress auf jeden Fall, aus der Caress-Reihe von L'Oreal. Das ist die 402 und das ist wirklich ein krasses Lila. Ich habe das schon mal auf Instagram gepostet, das ist schon länger her. Und mittlerweile hat sich irgendwie herauskristallisiert, dass ich den voll gerne mag. Also, ich blende euch das Foto mal ein. Also, ich finde es echt cool. Schreibt mir mal eure Meinung, was ihr dazu denkt. Würde mich interessieren. Und ja, ich bin generell in letzter Zeit so ein bisschen auf Sachen versuchen, so Try and Error mäßig. Und deshalb werden jetzt auch demnächst mehrere Trend-Outfits kommen von mir. Jetzt sind wir dann gleich fertig. Und zwar, finde ich, darf nicht fehlen, wenn es um Herbst und Winter geht, der richtige Duft. Und da habe ich den hier ausgesucht. Also den trage ich jetzt schon die letzten Wochen, Tage. Und das ist Flower by Kenzo. Ich finde, der Name wirkt ziemlich sommerlich, dieses Flower. Aber er ist doch eher schwer, der Duft, und deshalb ist es für mich eindeutig für die kalte Jahreszeit. Und er ist auch so schön verpackt, so schön weihnachtlich irgendwie. Also mit diesem Rot, mit diesem Metallischen. Und ja, er riecht einfach sehr, sehr schwer und gut. Also ich liebe diesen Duft. Der macht richtig, richtig Lust auf Weihnachten. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, ich konnte dir den Herbst und Winter ein bisschen schmackhaft machen mit meinen Favorites. Und mich würde jetzt interessieren, was deine Favorites sind. Also, ob du da irgendwelche Tipps und Tricks und bestimmte Produkte hast oder auch was Lieblingsparfum angeht. Es würde mich sehr interessieren, weil ich bin auch noch auf der Suche nach Parfums, die ich verschenken kann zu Weihnachten und so. Also so winterliche. Also ja, falls du irgendeinen Vorschlag hast, dann gerne her damit. Und wir sehen uns dann, wenn du aus Berlin bist, vielleicht in Berlin, weil ich bin ab dem 20. bis zum 24. dort. Und ja, hoffe, ich laufe dem einen oder anderen über den Weg. Das wäre ganz witzig. Und ansonsten sehen wir uns in meinem nächsten Video. Das kommt auf jeden Fall noch vor Berlin. Oder auf meinem Blog, Instagram, Twitter oder Facebook. Und ich freue mich schon, von dir zu hören. Bis dann. Tschüssi.